Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog März 2023 und zwar um die Seite 36, um diesen Kühlschrank, den Wemo 76 F und N. Gestern habe ich euch einen gleich großen Kühlschrank vorgestellt. Der ist auch 63 hoch und 48 breit, das war der 66. Und wenn ich ihn gedreht habe, habt ihr gesehen, dass die Kühlmaschine hier unten sitzt. Bei diesem Kühlschrank habe ich das gleiche Volumen, die gleichen Außenmaße. Tiefe gleich, Breite gleich, Höhe gleich, aber die Kühlmaschine ist extern und die kommt noch dazu. Warum eine externe Kühlmaschine? Weil ich natürlich die Kühlmaschine nicht hier in diesem Abschnitt drin habe, habe ich 15 Liter mehr Volumen, 15 Liter mehr Nutzinhalt und ein 15 Liter größerer Kühlschrank. Zum Großen, der Kühlschrank, kommen wir noch dazu. Diese Kühlmaschine kann ich runtersetzen, im Kasten nebendran, unten dran, oder sogar unters Fahrzeug. Nur, da muss ich so ein Loch machen, dass ich die Kühlmaschine durchs Loch runterkriege. Oder wenn ein Kasten nebendran ist, mache ich so ein Loch und schiebe das Kühlaggregat da in den Kasten. Wenn ich nicht so ein großes Loch machen will, sondern nur so ein großes Loch, dann bestelle ich den Kühlschrank mit Kupplung. Kupplungen heißt, ich kann die Leitung trennen, beziehungsweise sie kommen getrennt. Ich kann mit der Leitung zum Aggregat fahren, wo es halt ist, also durch den Job, durch in die Bilge runter beim Boot oder im Wohnwagen in die Heckgarage. Und das Kühlaggregat kann ich in der Heckgarage montieren, Leitung zusammenschließen und ich kann es weiter, ist betriebsbereit. Jetzt sagt ihr ja, von der Küche bis zur Heckgarage, das sind 100 Meter. Geht nicht, weil das größte Wohnmobil ist nur 15 Meter lang. Also braucht ihr vielleicht 2 Meter Leitung und Standard habe ich nur 1,50 Meter. Ja, dann bestellt halt Leitung mit 2,5 Meter, macht oben noch einen Kringel und so könnt ihr das Kühlaggregat in die Heckgarage montieren und so den Platz besser ausnützen. Beziehungsweise die Abwärme vom Kühlaggregat wird in der Heckgarage abgegeben, was da nicht so eine Riesenrolle spielt. Das ist meistens genügend Volumen. Ladegerät hängt meistens auch noch da drin. Die Stromversorgung, Zusatzbatterie ist meist sogar in der Heckgarage. So habe ich die Abwärme und die Lärm und alles, Lüfter vom Ladegerät in der Heckgarage. Ja, Standard ist auch ein BD35 Kompressor, das ist Standard, da will ich mich nicht groß äußern dazu. Von der Technik her das Gleiche, was es gibt. Und zwar brauchen wir sehr wenig im Wohnmobilsektor. Was meistens verbraucht wird, ist solch ein Einbaurahmen. Der Einbaurahmen, der kommt hier drüber, wird angeschraubt, Löcher sind vorhanden und der sieht dann so aus und bündig ist dann die Türe, wenn er richtig angeschraubt ist. Es wäre dann flach, aber ich sage mal, meistens im Wohnmobilsektor brauche ich diesen Einbaurahmen nicht. Im Bootsektor, wo alles rund und flach und verbogen ist, Wohnwagen ist gerade Bretter, da habe ich zum Beispiel eine Frontplatte, da kann ich das Loch reinschneiden und mit dem Einbaurahmen besser abschließen bzw. in das Frontbrett einbauen. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten, da habe ich ein Video gemacht, einmal ohne Eisfach und einmal mit Eisfach. Hier jetzt wieder ohne Eisfach, durch das habe ich halt mehr Volumen, erstens externe Maschine, mehr Volumen und kein Eisfach, mehr Volumen. Frage ist immer, brauche ich Tiefkühlware? Weil die meisten Geräte, der 66er oder der, die haben kein Tiefkühlfach. Die haben nur ein Eisfach. Es ist kein Tiefkühlfach für das Lagerung von Tiefkühlware.
Speiseeis wird darin auftauen. Ohne, auf Wunsch gibt es ein Tablet mehr dazu. Da kann man auch nachträglich bestellen, haben wir am Lager. Auch hier umbandbar links, rechts. Standard wird rechts ausgeliefert. Umbandbar ist auch kein Thema. Ich verlinke euch hier den Unterschied zwischen dem N und dem F. Warum? Und hier unten das Video vom Umbanden solch eines Kühlschranks. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.